Willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal haben wir neue Ausrüstungsgegenstände gekauft und unsere vorhandenen Substanzen verteilt. Also nochmal zur Wiederholung, die Substanzen sind die Dinge, mit denen man dann zaubern kann. Und heute kaufen wir uns neue Zauber. Ja, ich bin ein Kunde, stell dir vor. Wir kaufen hier, es gibt hier hauptsächlich die drei Elementarzauber Feuer, Eis, Blitz und Wiederherstellen. Da wir Eis und Blitz schon haben und Wiederherstellen auch, kaufen wir nur ein Feuer ein und ein Blitz für später, weil wir Blitz eher brauchen können. Rüsten die auch gleich aus. Blitz, geben hier Barrett, na geben tiefer ein Feuer. Und schaut nach dem Blitz. Damit sind wir hier eigentlich fertig. Und wir gehen jetzt mal schauen, was die Stadt sonst noch zu bieten hat. Gibt vieles hier nicht mehr. Okay. Dürften offenbar Verwandte sein. Von unserer Truppe. Oh, gehen wir mal aufs Klo. Ah, hier ist nichts. Ja, ich glaube hier in der Stadt gibt es sonst keine Secrets mehr zu finden und keine Gegenstände mehr einzusammeln. Deswegen gehen wir gleich mal weiter. Richtung Zug. Speichern hier noch. So, weiter geht's nach dem Speichern. Wir könnten hier theoretisch rechts rübergehen auf den Eisenbahnfriedhof und etwas leveln und uns Kohle heranschaffen. Allerdings brauche ich das nicht wirklich. Noch gibt es dort nicht wirklich viel zu holen, deswegen gehen wir gleich einmal in den Zug. Und los geht die Fahrt zum nächsten Attentatziel. Barrett spielt wieder den Rowdy. Verjagt alle anderen aus der Kabine. Ja. Du arbeitest für die böse Firma. Da gibt's gleich einmal eine Kopfnuss. Ja, Barrett mischt hier den Waggon auf, damit wir genug Platz haben, uns auszubreiten. Und jetzt werden wir noch arrangiert. Und jetzt geht's dann los. Was ist jetzt das nächste Ziel? Das kennen wir, glaube ich, schon. Oh. Ist aber nicht gut, wenn wir unsere Ausweise nicht mehr verwenden können. Okay. Dann machen wir das in 3 Minuten. Und bevor wir zu tiefer gehen und uns das Schienennetz nochmal ansehen, einige Einstellungen. Man kann im Spiel relativ viel einstellen, von der Fensterfarbe über den Controller. Und die wichtigsten Einstellungen sind hier die Geschwindigkeiten. Die Schlachtgeschwindigkeit ist, wie schnell die Schlachten dann ablaufen werden. Die Schlachtmeldungen sind, wie schnell die, also wie lange die Meldungen, die in der Schlacht eingeblendet werden, zu sehen sind. Und Feldmeldungen sind die Dialoge außerhalb der Schlacht, also die brauchen wir auch schnell. Schlachtmeldungen lasse ich etwas auf Mitte, damit man genug Zeit hat, sie zu lesen.
Kamerawinkel, Auto und fest ist, fest ist der Unterschied, dass man nur einen Blickwinkel aufs Schlachtfeld hat und keine Kamerafahrten. Das ist aber allerdings nicht so interessant. ATB ist das Kampfsystem an sich, ob wenn man im Menü ist und Aktionen für seine eigenen Mitglieder auswählt, ob das Kampfsystem komplett warten soll, ob es nur bei bestimmten Aktionen, also wenn man in Untermenüs ist, warten soll oder ob es ganze Zeit weiterlaufen soll. Wir lassen es mal empfohlen, vielleicht stellt es später nochmal um, allerdings ist es nicht so wichtig. Zauberfolge ist, welche Zauber, wenn sie gleichzeitig gezaubert werden, zuerst kommen. Also hier ist die voreingestellte Nummer. Nummer 1 ist zuerst Heilzauber, dann Angriffszauber und dann andere Zauber, die zum Beispiel verlangsamen oder Stopp. Und das ist auch die Reihenfolge, die ich jedem empfehlen würde, vor allem wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. So, den Rest erkläre ich später irgendwann mal. Wir gehen mal zu tiefer und schauen uns das Schienennetz an. Man merkt auch schon, dass die Meldungen, also die Dialoge hier jetzt schon deutlich schneller ablaufen. Das ist eben die Einstellung im Menü. Oh oh. Da müssen wir dann wohl die Hufe schwingen. Ab in den nächsten Waggon. Warum auch immer. Das, Verriegelung. Ich will aber nicht gefangen bleiben. Und weiter in den nächsten Waggon. Offenbar fliehen wir hier vor der Verriegelung der Waggons. Ja, Gott sei Dank, jetzt haben wir etwas Luft. Ich verstehe allerdings nicht wirklich, warum es etwas bringt, hier dauernd durch die Waggons zu laufen. Wir werden hier von hinten nach vorne verriegelt und wir gehen in den vordersten, um dann aus dem vordersten rauszuspringen. Was sagt Geralt dazu? Ich sehe die roten Lichter noch immer an, also wirklich geschafft haben wir es doch nicht. Jetzt springen wir einfach aus dem Zug. Nicht jetzt, komm. Konzentrieren wir uns auf den Plan. Ja, schon gruselig. Was genau meinen Sie? Keine Zeit, ab aus dem Zug. Na, das ist ja gut. Komm aus dem Weg. Barry ist der heldenhafte Anführer. Diese Schulterzucken sehen wir noch öfter. Unsere Haupttruppe ist jetzt Gott sei Dank noch aus dem Zug entkommen. Okay, jetzt sind wir auf den Eisenbahnschienen. Das ist schön. Ja, und schaffen wir es bis zum Reaktor 5, bevor wir nochmal aus einem Zug springen müssen? Diese und alle anderen Fragen werden erst nächstes Mal beantwortet, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Und bis dahin, viel Spaß!